Ja, bisher habe ich hier noch gar nichts mitbekommen, eigentlich von dem eigentlichen Spiel. Ja, du musst aufpassen, wenn du gleich oben auftauchst, da ist ein Loch in der Decke, da stehen die auch oben. Ich habe was getötet. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen. Ah, da steht der nächste um die Ecke. Ich lach mich weg. So, ich bin entkommen. Ja, hallo Leute und willkommen zurück bei APB. Wir sind in einer neuen Mission, haben natürlich keinen Plan, was wir machen müssen. Und wenn ich sage Müssen sprühen. wir müssen sprühen, wir, ihr hört ihn schon. Ja, der Taxi-Driver Magnum ist auch mit dabei. Sogar dieselbe Frisur wie Robert De Niro im Film zum Schluss. Also, Taxi-Driver ist hier heute Programm. Bam. Ah, Mist. Ach so, das ist noch so weit weg. Warte, da Ja, komme ich doch wieder mit. ich dachte, ich könnte da durchheizen. Das, ne? Ja, letztes Mal haben wir ja ganz gut auf den Sack bekommen. Wir üben ja immer noch ein bisschen hier unser Schussverhalten. Unser Tappering. In Fachkreisen auch Teppern genannt. Genau. Was können wir Oh denn noch shit, zwischendurch das wird machen? eng, das wird eng. Oh. Ich gehe mal gerade in der Zwischenzeit, in der du hier rumfährst, gehe ich mal auf I und schaue hier mal gerade ins Inventar. Mir wurde gesagt, ich kann hier auch ein Level sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese 45 das ist. Also, lieber Abonnent, verrat es mir. Ist die 45 mein Level? Weil dann habe ich ja noch einen weiten Weg, bis ich mal was kann. Oh shit. So, dass du auf der Map Gegner sehen kannst, hast du ja auch inzwischen bemerkt, ne? Wenn die in Autos kommen, so rote Dreiecke. Ja. Sehr schön. Aber mich interessiert eher im Moment hier unser Capture. Ja, da ist Feind, da ist Freund, da ist alles, okay? Ja, man soll Okay, den fahren. dann fangen wir mal wieder an zu tappern. Ey, die hauen schon alle ab. Ich glaube, hier die Nummer ist gelaufen. Es sieht so aus, ja. Aber da ist ein Gegner. Oh, und ich lasse mich gleich abknallen hier. Hast du nicht weggetappert? Nein, habe ich nicht weggetappert. Ich habe dran vorbeigetappert, würde ich Ja, sagen. ich auch. Gott. Wie war es auch anders zu erwarten? Ah, jetzt werden endlich noch weitere Feinde auf uns angesetzt, weil Bosskill einer hat reicht uns ja nicht. weggeplättet. Nein, ich glaube, Bosskill, also für uns Team Fun-Gamer reicht das. Ja, hier, lass mal die Karre nehmen. Die kann ich besonders gut. So, wo ist der Punkt? Ach, da hinten, alles klar. Einnehmen. Da kommt auf jeden Fall schon wieder der erste Gegner, fährt da. Schließen wir uns gleich an den Sack. Den fahre ich. Boah, ich kriege nicht mal die einfachste Kurve hier gebacken mit der Karre. Jetzt steigt der aus. Ist er Ah, Magazin alle! Der hat das Spiel nicht gecheckt. Los, hinterher. Soll sich mal bei uns bewerben. Boah, nein, soll er nicht. Jo, doch, sollte er doch. Ich hab weggeteppert. Kaum zu glauben, aber wahr. Der ist Geschichte, APB-Geschichte. Hast du denn getappert oder getappert? Getappert. Tapas à la Fun Gamer gibt's hier heute. Oh! Ja, hier gibt's auch Löcher à la Fun Gamer. Oder Löcher in Fun Gamern. Boah, hier oben ist auch ein krasses Gefecht, aber das Ja, ich sieht man weiß. gar nicht. Ich bin nicht mehr im Gefecht. Doch, doch, wir sind da auch. Nein, aber nicht ganz oben auf dem Parkhaus. Ich habe mich nämlich jetzt von hinten jetzt mal an die Jungs rangeschlichen. So, einer weniger, zack. So, ich bin am Punkt, den ich einnehme. Oh, ich habe einen von uns weggemacht, glaube ich. Oder? Täuscht mich das? War ich das? Ich fürchte, ich habe einen von unseren Jungs. Ich sehe keine Anzeige, Ich dass auch du nicht. jemanden von uns weggemacht hast. Nee, ist Aber ich alles habe den gut. Punkt eingenommen, Leute. Ja, sauber. Und ich werde hier auf jeden Fall. Ach, da. Nee, war doch ein Gegner. Zack. Deppern ist geil. Ah, oh, Mist. Ja, der dritte war dann doch zu viel. Noch eine Minute. Ah, geh weg da mit deiner Bonzenkarre. Es wurde Verstärkung angefordert. Können wir das auch? Ja, unser Teamleiter, wer auch immer das gerade ist, kann Verstärkung anfordern. Aber nur, wenn es angezeigt wird. Halte ich vielleicht für keine schlechte Nee, nee, Idee. es geht ja nicht einfach so, weil wir das wollen, sondern Ja, ist klar. nur wenn wir es müssen. Und da wir sehr, sehr viele sind, wurde wahrscheinlich Verstärkung angefordert. Oh ja, ich näher mich der ganzen Kiste hier. Ich höre euch schon wieder. Ja, ich bin auch noch nicht wirklich da. Bisher habe ich hier noch gar nichts mitbekommen, eigentlich von dem eigentlichen Spiel. Ja, du musst aufpassen, wenn du gleich oben auftauchst, da ist ein Loch in der Decke, da stehen die auch oben. Ich habe was getötet. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen. Ah, da steht der nächste um die Ecke. Ich lach mich weg. So, ich bin entkommen. Per Flucht. Unter uns sind welche. So, ich habe auch was getötet. Kann sein, dass gleich einer die Treppe hochkommt. Boah, ja, der wollte mich hier auch gerade töten. Ey, was gäbe ich für eine Granate? Ich brauche unbedingt eine Granate. Schmeiß mal eine Granate darunter. Kannst du Ah, damit zu werfen? spät. Wir haben Ach so. geloost.
Ja gut, wir sind ja auch in eine angefangene Partie reingesprungen. Ja, dann drücken wir nochmal K. Auf jeden Fall. Wir bräuchten eine Kiste. Ja. Dann suchen wir nochmal eine. The Butcher has started. Ist das eine von diesen öffentlichen Missionen? Ja, ich glaube schon. Ich folge dir mal. Unauffällig. Da ist er. So. So, perfekt. Passt. Ah, ja. Allerdings sehe ich keinen Punkt. Wo müssen wir hin? Ach doch, da vorne. Bewachen, klar. Siehst du ihn. Okay. Ah, ja. Okay. Ja, bewachen ist ja nicht unser Ding, uns so lieb und still in der Ecke zu setzen und aufzupassen, ne? Mist, ich dachte jetzt hier mit dem dicken Pickup fliegen wir hier einfach drüber weg. Kann ich immer klappen. Ah, ne? Den alten Fernsehserien, so in den 80ern und 90ern hätte das geklappt. Ich wollte es gerade sagen. So ein Colt für alle Fälle, da wäre der da einfach rüber geflogen. Aber richtig, das war auch so mein Idol der Kindheit. Genau. Ja, oder das Trio mit vier Fäusten, ne? Oh, yes. So, hier ist irgendwo der Gegner. Ich hab ihn. Der steht hinter dem Automat. Und ich. Oh, ich hau links dran vorbei, ich hau rechts dran vorbei. Ja, ja, ich bin auch. Irgendwas muss ich machen. Schluck Kaffee. Ich hab's klar gemacht. Ja, bei dir hilft meistens in der Regel tatsächlich Kaffee. Guck mal, einen Zug an der E-Kippe und schon wird das wieder besser. So, jetzt bin ich hier ganz alleine auf weiter Flur. Das ist mir suspekt. Ja, wir sind ja auch nur zu zweit im Team. Oh. Und noch kann ich keine Verstärkung rufen, also soll das wohl so sein? So, wo ist denn der Punkt? Ah, da. Boah, hau ab, hau ab. Boah. Mein Gott. Lebst du noch oder bist du hin? Ja, Suggestivfrage, oder? Ich bin hin. Du bist hin. Hin und weg. Ja, man weiß es nicht. Ja, ja, ja. Oh, echt, ich hau hier gerade nur dran vorbei. Ich habe mich wieder ganz wunderbar killen lassen. Das läuft ja hier gerade überhaupt nicht für mich. Ist doch ein Third-Person-Spiel, da treffe ich doch sonst. Wenn auch nicht immer tödlich, aber sonst treffe ich. Die sichern das Ding gerade. Hm, ich weiß, ich sehe dich. Die hocken vor den Automaten. Ich habe beiden einen verpasst, aber auch keinen. Ja, pass auf, die gucken jetzt auch durch den Durchgang, wo du jetzt bist. Einer läuft links davon rum. Ja, ja. Oh, shit. Ja, die ist ganz gut geflogen, die Granate. Das haben wir nicht erwischt, ne? Nein, jetzt habe ich einen, habe ich kalt. Okay. Ja, warte, ich bin gleich da und gebe dir Backup. So, wenn er jetzt von links kommt, müsste ich ihn sehen. Weil er ist ja nach links abgehauen irgendwie, aber der wird zum neuen Ziel sein. Wahrscheinlich. Ist er hier vorbei. Komm da raus durch den Gang, wo du die Granate reingeschmissen hast. Ich stehe da jetzt gleich vor. Alles klar? Ja, ich sehe dich schon. Taxi! Ja klar, Taxi, Taxi, so. Okay, weiter geht's. Ja, den Magnum Ferrari von früher hier aus der Serie, den gibt's hier leider nicht, sonst würde ich natürlich den vorziehen. A la Tom Selleck hier, namensecht und stilecht durch die Gegend bereitnahmen. So, ich probier's jetzt nochmal. Ja, das sah schon sehr viel besser aus. Ja. Ja, jetzt schaltet mal hier am Bordstein. Okay. So, wir sind ja auch gleich da. Okay, ich denke, wir müssen in das Gebäude. Meinst du? Ja. Ja, das Auto steht schon davor. Ja, hier waren diese Fotoautomaten auch oder so, ne? Die, irgendwas. Da ist er schon. Komm, den müssen wir doch zu zweit hier klein kriegen, den Spinner. Ja, ich muss schon wieder nachladen. Ja, ich auch. Oh, ich werde beschossen von hinten. Ah, hinter uns. Hinter uns? Hinter uns. Hinter mir. Oh. Hau ab. Jetzt hinter dir. Mann, hat die schreckliche Musik. Möchte man ja echt ungern sterben bei der Musik. Definitiv. Haben wir uns in der vorigen Folge ja noch drüber unterhalten. Bei Ghostbusters stirbt man ja gerne, aber das Gedudel da ist ja unerträglich. Oh. Ah, shit, ich bin relativ weit weggespawnt. Ja, ich habe jetzt auch noch irgendwie 80 Meter habe ich jetzt noch vor mir. Ja, die habe ich jetzt auch noch, genau. Das passt so, sind wir wahrscheinlich im selben Radius. Ah, die Punkte sind weg. Jo. Shit. Also schnell ein Auto packen und schnell dahin.
Boah, ich sehe schon den Gegner hier in der Karre. Und ich habe keine Granaten. Das ist sehr ärgerlich. Ach, ich sehe gerade die, die ich vorhin getötet hat, hat mich angeflüstert und hat mir geschrieben, Lucky. Wahrscheinlich meinte sie, dass ich Glück hatte, sie das gibt's nicht. Erwischt zu haben. Ich krieg sie aus einem Meter Entfernung nicht getappert. Ja, außer Nähe habe ich auch das Problem. Ich habe immer dran vorbeigehalten. Ich glaube, außer Nähe musst du wirklich draufhalten und auf Entfernung teppern. Ja, das mag sein, aber trotzdem keine Chance. Die ist gut, die Frau mit dem grünen Haar. Ja, definitiv. Oh, die ist aber schon wieder sehr nah bei mir. Weg. Weg. Boah, ich brauche ein Auto. Nein, jetzt fährt das Auto los. Drauf schießen, weißt du doch. Ja, habe ich schon. Nur noch die Frau hier bitten, höflichst bitten, das Auto zu verlassen. Um es mir doch leihweise zur Verfügung zu stellen. Ja. Ah, die will sich nicht mal überfahren lassen, das alte Miststück. Ja, ne, die ist so ein bisschen. Ich steig nicht unterwegs. Aus. Oh, ich bin gleich da. Ich werde dich retten, wenn ich es nicht finde. Warte mal, hier ist verkehrt. Seid ihr auf so einem Hinterhof? Ja. Ja, super, dann bin ich an euch vorbeigefahren. Ich muss mal ein bisschen Abstand zu denen gewinnen. Mann, hat die mir gut einen verbraten. Ja, ich hab dich da gerade rumhüpfen sehen. Ja, da sind die, wo du jetzt bist. Ich sehe sie auf dem Dach. Ja, mit dem Auto überfahren lässt sie nicht zu. Nee, die steht auch oben auf dem Dach. Ich will nur nicht aussteigen. Du kennst das Problem. Die steht auf dem Dach? Ja. Da hinten ist er auch. So. Den Kleinen habe ich. Ja, oben ist er noch, die Uschi. Ich probiere sie jetzt hier quasi abzulenken. Pass auf, ich steige jetzt aus bei 3. Du müsstest so von der Seite... Ja, alles klar, vergiss es. Granate? Ich habe irgendwas gehört. Ja, Pfeffer... Ah. Ich habe sie aber immer noch nicht gesehen. Sie ist jetzt unten. Sie ist unten. Sie ist in dieses Tor da rein, wo der Wagen vorsteht, der rote. Da bin ich ja eben rein. Dann ist sie dir... Ich hab sie! Du hast sie, Respekt. Ich hab sie, ich hab den Koffer, ich hab alles. Ich hau hier ab. Ja, alles klar, ich besorg mal irgendwas Fahrbares. Bin auf dem Weg zu dir, aber jetzt die Karre langsam. Ja, entweder so langsam, weil sie im Arsch ist, oder halt, weil wir jetzt flüchten müssen. Das hatten wir ja schon mal. Müssen wir das Ding irgendwo hinbringen? Ich sehe gar nicht auf der Map. Ich auch nicht. Oder steigt unser Balken einfach, weil wir den Koffer haben? Kann sein, wir müssen ihn wahrscheinlich halten. Sind wir deswegen so langsam? Auf jeden Fall kommen sie jetzt beide. Weil ich glaube, der Polizeiwagen hinter uns gehört da gar nicht zu, aber die Uschi ist in einem Bulli hinter uns her. Ja, super, und ich nehme hier so eine schrotte Karre. Ja, aber der Bulli ist auch nicht gerade der schnellste in der Regel. Könnte das. Na, guck mal, aber der Balken steigt. Also die Mission scheinen wir jetzt irgendwie zu machen hier, damit, dass wir mit dem Koffer abhauen. Ich habe immer keine Zeit, das da oben zu lesen, weißt du, wenn ich hier so spiele. Vielleicht müssen wir mehr Abstand zu denen gewinnen. Warte mal. Ich versuch's. Wir müssten sie auf der Map eventuell auch kommen sehen. Wir müssen nur verhindern, dass die den Koffer kriegen, steht da oben. Okay. Oder garantiert alle von ihnen töten. Das klingt eigentlich auch gut, aber... Ja. Aber ich glaube, mit dem Koffer entkommen ist für uns die einfachere Nummer. Ja. Man muss auch fairnesshalber sagen, ich habe der Alten eben den Rücken geschossen. Warum war der denn jetzt grün für uns? Das habe ich mir auch gerade... Boah! Was ist denn hier gerade? Hast du denn Schuss entgegen oder hast du irgendwas umgefahren? Nee, ich habe nur ein paar Sachen umgefahren, richtig. Ah, okay. Ja, momentan, wir haben noch eine Minute. Die können wir eventuell so fahrend hier überbrücken. Fahrsimulator 2001, hä? Also noch sehe ich weder hinter uns noch vor uns irgendwas. Mir ist egal, ich will mal was gewinnen. Ich fahre ja auch noch 5 Minuten im Kreis. Hauptsache, wir gewinnen auch mal. Ja, bis jetzt sieht's gut aus. Ich glaube, wir machen die Nummer. Ja, aber da muss man drauf achten. So, das Tappering aus der Nähe, das muss man, glaube ich, wirklich drauf haben. Ich habe vorhin immer links, rechts an dem vorbeigeschossen. Bei Dauerfeuer hast du dann halt doch die bessere Chance, aus kurzen Distanzen da einfach was zu treffen. Aber auf Entfernung ist Tappern gut. Mann, ist das eine lange letzte Minute. Was machst du? Bleib in Bewegung, auf gar keinen Fall. Ah, sie kommen. Okay. Ich spanne den letzten 13 Sekunden. Oh, die sind viel schneller als wir. Ja, und die Autos gehen ja nicht kaputt. Ah, wir haben so umgefahren. Ja. Sehr geil. Yeah, gewonnen. Jawoll. Schade, dass wir ihre Karre nicht nehmen können.
können sie noch ein bisschen misshandeln. So, alles klar. So, guck mal, jetzt wird er auch wieder schneller. Ja, genau, drücken wir mal schnell wieder K. Noch haben wir ja ein bisschen Zeit, hier was zu reißen. Und nächste Mission. Oh, fettes, großes Team. Bewachen. Was ist denn heute mit diesem scheiß Bewachen hier? Kann ich auch nicht sagen. Ich will lieber Autos anzünden. Ja, irgendwie sowas in der Art, ne? So, aber wir sind... Ach nee, Quatsch, ich habe gerade 50 Meter gelesen, aber es sind doch noch ein paar mehr. Ja, wir haben neue Fahrzeuge bekommen, beziehungsweise ich. Ich hatte jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ich hatte gesehen, dass ich irgendwie... Oh, mein schlechter Ruf ist schon auf 4 im Moment. Ich mach doch hier gar nichts. Ich glaube, sie hat mir wieder irgendwas zugeflüstert. Da stand eben wieder irgendwas in lila. Oh, da war der erste Gegner. Rechts von dir. Aufs Dach hoch geht er. Andere Seite, andere Seite. Guck mal geradeaus zu Punkt A. Da ist ein Gegner. Der da nur ein von uns? Ja, alles gut. Haben sie schon erledigt. Nein, nein, der ist da gerade hochgeklettert. Ja, ich war gerade im Menü hier bei mir, was am Gucken. Ach so. Augenblick. Muss ich ja schändlicherweise zugeben, weil ich gerade hier mit... Ah, aber jetzt habe ich gerade was Rotes angezeigt bekommen. Okay, die Gegner haben hier ein Ziel erreicht. Das heißt, wir müssen hier jetzt schon wieder weiter. Bist du aufs Dach? Oh, scheiße. Ja, und irgendwas schoss auf mich. Ja, ja, ja. Ach, da bist du ja. Er ist ins Auto geflüchtet. Hast du eine Granate, die darüber pfeffern kannst? Fliegt schon. Ah, das war deine. Ich habe das Tackern gehört, das Ticken. Oh. Ah, hier wieder Catwoman. Flame Wolf. Ja, Flame Wolf X3 hat mich auch erledigt. Aber. Ja, fängt doch gut an, die Mission. Kann ja nur noch besser werden, ne? Ah, mal gucken. Bist du denn? Ach, da. Ja. Kein Auto weit und breit, das können wir nicht nehmen, da sitzt einer drin. Genau, da sitzt schon einer drin. Ja, das wäre doch geil. Anderen Spieler die Karre wegnehmen, fänd ich cool. Kannst du nicht. Der hält extra an für mich, was will er? So, ich nehme jetzt hier den erstbesten fahrbaren Untersatz, hol dich ab. Der will mich mitnehmen. Da ist er ja. Zack. Hast du gehupt oder der andere? Nein, ich. Oh, da kommt schon wieder irgendwas angebraust. Sind ja weit gekommen. Ja, wir fahren hier gerade alle so ein bisschen Amok, ne? Ja. Ist halt APB, ne? Ja, aber es ist immer so krass konzentriert in dem Spiel, ne? Kannst mal die ganze Zeit durch eine Stadtpassage fahren, wo nichts passiert und dann bist du auf einmal auf dem Schlachtfeld. Na, ist das ein Gegner? Ne, auch noch nicht. Ist einer von unseren Jungs, ne? Ist einer von uns, genau. Der parkt da sein Auto. Aha, da tobt der Krieg, da ist schon ein Gegner. Oh, nicht weiter reinfahren, nicht weiter reinfahren. Oh, Mist. Bin ich da weggemacht? Jawohl, Respekt, aber links, rechts. Nee, ach, das ist unser, ne, der da kam. Ja. Alles klar. Ja, das war jetzt aber auch nur Glück, weil der auf dich geschossen hat, hatte der keine Zeit, sich um mich zu kümmern. Mehr war das nicht. Ja, für mich hat's gereicht. Mal gucken hier, mobiler Spawnpunkt. Kann ja auch nicht spawnen. Ja? Ui, was war das denn hier? Klingt so ein bisschen nach Sniper. Ah ja, unsere Lady snipert, aber sie ist gestorben. Ich wurde gerade auch schon wieder von den Füßen genommen. Ja. Ich sehe gar keinen. Wir sind jetzt im mobilen Spawnpunkt auf dem Weg zu dir. Ah, jetzt kann ich da nicht mehr spawnen, weil die zu nah an den Gegner dran gefahren sind. Komm. Weiter hoch. Doch. Haha, sehr schön. Ich sehe euch gegenüber von mir, aber irgendwo ist die hier. Ich glaube, die ist hier aufs Dach oder so, oder der. In, ey. Oh, jo, hier sind ganz, ganz viele. Komm ich mal zu euch rüber. Boah, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ah. Ja, nee. Ja, man, gut, dass ich mich filme. Meine Perspektive ist liegend. Aus Fallum, du Blödmann! Das war wieder nix.
Ja, das ist eine harte Nuss hier diesmal, ne? Ich fühle mich so. Ja. Benutzt. Zerlöchert, zertreten, geschändet. Stehen wir hier alle auf einen Haus. Oh, und ich höre auf zu feuern, weil du Deppel mir da durch die Ansicht springst. Das warst doch du, ne? Der was Auto ist. Ja, dafür habe ich gerade zwei weggemacht, ne? Hat auch was Gutes. Nee, wenn ich tot bin, kann das gar nichts Gutes heißen. Das kann ich nicht tolerieren. Boah. Ja, wo ist die Schlacht? Aber wenn man so ein bisschen länger kein APB gespielt hat, muss man sich echt viel stärker orientieren, ne? So mit den Punkten und den Maps. Ich hab gerade drei von dem Team platt gemacht. Respekt, wa? Ganz alleine, ne? Ja, ehrlich. Ja, warum steht ein anderer Name hinter deinem Namen? Du hast so eine letzte Kugel gelandet. So, zack. Jetzt stehe ich da alleine. Aber wo kam denn jetzt auf einmal her? Ich dachte gerade, die wären alle weg. Ach, ich bin ja an dem Bewachenpunkt. Wie lustig. Okay, da kann ich mich doch garantiert irgendwo jetzt mal... Der geht nicht kaputt, der Sack, ey. Mein Gott. Scheiße. Ey, ich hab den so durchlöchert, ne? Also auch getroffen, aber der fiel nicht um. Wollte er nicht? Nee, keine Chance. Vielleicht kugelsichere Weste oder Cheater, man weiß es nicht. Nein, Cheater natürlich nicht, aber kann auch sein, dass ich haarscharf vorbeigeschossen habe. Aber ich meine, ich hab dem schon ganz gut einen verbraten. Wir sind jetzt mit drei Leuten an Punkt F. Die ersten Kugeln fliegen schon wieder. Sehe euch. Ich bin allerdings noch ein bisschen weiter weg und bin hier irgendwo reingeraten, wo ich keinen Ausgang finde. Hier los. Wie komme ich hier raus? Was ist denn für eine Schweine? Ah, Mist. Ich habe den Ausgang gefunden und bin dran vorbei. Bis ich da bin, habt ihr die Nummer wahrscheinlich schon im Griff, ne? Bin ich mir nicht so sicher. Ah ja, aber da oben bist du gut. Du müsstest den Gegner da sehen können. Hinter dir sind auch schon Gegner. Kann ich dir verraten? Ich sehe hier keinen. Ah, alles klar. Ey, der hatte mein Outfit gerade, mein Bullen-Outfit. Die Weste und den Hut. Bitch. Das Problem ist, wenn ich den Gegner sehe, sieht der mich meistens auch. Das ist fatal. Ja, wo spawn ich denn mal am besten? Da geht's ab, spawn ich doch mal hier. Gut, wir müssen ja nur verhindern, dass die hier reinkommen, irgendwie. Erstmal wieder zurückziehen hier. Ah, hat er mich doch noch erwischt. Flame Wolf hat aber auch irgendwie ein echt ödes Lied, ne? Ja. So. Nummer 1. Ja, mit dem Fahren hast du es heute nicht so, ne? Ach so, du überfährst die, okay. Bleib sitzen. Wunderbar. Du hast ihn wunderbar beschäftigt. Ah, da ist ja. Der nächste da in dem Durchgang. Ich weiß. Ich werde einfach kamikaze-mäßig reinheizen. Das hat eben auch funktioniert bei dem anderen Typen. Er ist in dem Haus drin. Kommt aber jetzt noch einer dazu von der Seite. Ja, da ist ja auch der Punkt, den die einnehmen müssen. Ich glaube, unsere Jungs sind jetzt auch wieder da. Das war die Explosion. Ja, ich weiß jetzt, warum der Flame Wolf heißt. Als der hier hinkam, stand mein Auto in Flammen. Scheiße, ey. Ja, Kill bei Auto finde ich eigentlich ganz gut, wenn man selber hinkriegt. Ach, bist du auch hinüber? Definitiv. Ja, ich war auch hin. Ich hatte ja noch dein Fahrmanöver gesehen. Hatte ja noch ein bisschen rumgeballert, aber da hat es mich dann zerrissen. Warte, wir rennen zur falschen Seite. Ja, deswegen wollte ich hier durch. Nee, du rennst so zur ganz falschen Seite. Der Punkt hat gewechselt. Ah ja, jetzt sehe ich es auch gerade. Verteidigen, ja, alles klar. Ah, aber so falsch war es gar nicht. Ich bin relativ nah dran inzwischen. Raus da. Zack, ich ziehe erstmal wieder einen aus ihrem Auto. So, wir müssen noch irgendwas einsammeln und verteidigen. Ja, Pickup haben wir ja eben ganz gut hingekriegt. Vielleicht sollte ich mich mal diesen Pickup-Punkt nähern. Ach, kann ja mitkommen. Aber hier stehen natürlich schon die fetten Karren vor der Tür. Das heißt, ich denke mal, die erwarten uns.
Hast du aufgepickt? Okay. Wohin müssen wir das bringen? Ach, hier ist eine Glasscheibe. Ich stehe hier vor der Glasscheibe. Wir haben den Verteidigen-Punkt und den Pickup-Punkt. Ah, noch ein Pickup-Punkt. Okay. Ey, der Typ hat so geparkt, dass ich hier nicht wegkomme. Ah, doch. Ich fahre einfach rückwärts über sein Auto. Oh, ja. Ja, ich gehe mal mit den anderen hier zu diesem Verteidigen-Punkt. Ah, Gegner. Ja, ich kann nicht schießen. Ich habe ja Scheiße. Der Punkt, den wir einsammeln müssen, liegt jetzt bei Flame Wolf draußen. Ja. Das ist eine Nummer. So, hier sind gerade auch schon wieder zwei gestorben. Sauber. War ich jetzt nicht alleine, aber hat alles gut geklappt. Ah, da oben ist er. Gut, ja, wir müssen Sachen auch picken auf jeden Fall. Ich bin mal gerade der eine. Ja. Boah, ich habe meine Tasche relativ ungünstig draußen vor der Tür verloren. Bin aber schon relativ nah wieder dran. Oh, shit. Mich hat gerade erst wieder der Flame Wolf erwischt. Ja, ich bin hier auch in irgendein Team von denen reingerannt. Du bist in Team in die reingerannt? Ich bitte dich. Ein Team von die reingerannt oder von denen. Boah, dicke Bastard, Mucke hier, wo ich gespawnt bin. Ja. Alter Schwede, pustet einem fast das Trommelfell aus dem Kopf. Jo, hier. Heute brennt und explodiert hier wirklich die ganze Stadt. Ja, ist ja der Wahnsinn. Ja, auch gegen Flame Wolf. Ich denke mal, der hat sich seinen Namen nicht umsonst so ausgesucht. Da fährt das Ding, das wir einsammeln müssen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich habe da eine Handgranate hingepfeffert gehabt eben. Ja, auf jeden Fall hat er unseren einzusammelnden Punkt eingenommen. So, aber einer unserer Kollegen hat auch was eingenommen. So, ich fahre jetzt erstmal mit dem Kollegen mit dem Koffer hier in die Teambase. Der ist leider eingestiegen, jetzt kann ich keinen Spaß mehr haben, sondern muss mich um die Mission kümmern. Scheiße. Ja, Mist. Jetzt liegt natürlich das Ding, was wir einsammeln müssen, bei ihm im Auto und ich kann ihn nicht rausnehmen. Ah, was machen wir denn jetzt? Ich habe den Typ erledigt, aber... Ich muss jetzt das Auto quasi sichern. Ah, Flame Wolf, ja, vergiss es. Ich sichere hier gar nichts. Ich wurde gesichert. Auf Eis gelegt, förmlich. So. Ich habe ihn hier abgeliefert. Jetzt ziehe ich schnell wieder Leine. Sichern, sichern. Okay. Ach so, alles klar. Ich bewege mich jetzt zu Punkt L. Oh. Oder auch nicht. Punkt L bewegt sich nämlich. Oh, ist das hier heute. Ja, ja. Hier, der zu sichernde Punkt ist in dem Auto. Mhm. Im Kofferraum oder was? Ich weiß es nicht. Ich hab's eben probiert rauszunehmen, ging aber nicht. Da kommt noch ein zu sichernder Punkt, auch mit einem Jeep angefahren. Scheiße, der eine zu sichernde Punkt brennt gerade. Das kann ganz interessant werden jetzt. So, okay. Der ist weg. Der zu sichernde Punkt ist im brennenden Auto. Na toll. Ah, jetzt ist er da liegen geblieben, wo das Auto weg ist. Ein Teammember hatten schon. Bist du mit im Bulli hier bei dir? Ich bin nicht im Bulli, nein. Okay. Ja, die warten nicht auf dich, ne? Ach, der brennt ja auch. Ja, Vorsicht, du kriegst Besuch. Die Karre kann ich nicht nehmen. Verfolgung auf. Alles gut. Raus aus der Karre. Nein, ich komm nicht mehr rein ins Auto. Müssten die Autos eigentlich nach so diversen Dauerfeuer... Oh. Müssten die nicht auch mal hochgehen? Pff, früher oder später tun die das ja. Voll. Zack, mal wieder einen ausgeschaltet. Ja, ich seh's gerade. Auch den Flammenwolf. So. Ich hab einen Punkt aufgenommen. Wäre geil, wenn wir mit dem Auto auflaufen. Oh, scheiße! Ja, ein Auto besorge ich mir gerade. Ja, ich kann ja nicht schießen und ich bin hier arg in Gefahr. Ich werde dir jetzt entgegenkommen, weil ich habe einen der Punkte, da bin ich schon.
Nee, das warst du gar nicht. Nee. Ich sehe dich aber auch. Ich bin hier in dem Auto, in dem roten, ja. Und habe den Punkt. Bleib mal da stehen. Warte, ich steig bei dir ein. Deiner ist besser. Okay, meinst du die Karre ohne Handling hier? Ja. Müssen wir drauf anlegen. Wir müssen zum M, nehme ich an, oder? Nee. Zu Teambase. Teambase. Ah. Ja, Rock'n'Roll. Ah. Ja, wo ist unsere Base? Ich hab sie verloren. Hier bist du falsch. Gänzlich? Ja. Ja, andere Seite, wenn du oben rauskommst, links rum und dann werden wir schon irgendwie dahin. Jetzt wollte ich gerade jetzt. Ja, okay. Ja, die Karre ist vom Handling echt sehr schwierig. Auf jeden Fall. Wir produzieren auch gerade eine Überlänge, aber ihr wollt ja bestimmt wissen, wie das hier ausgeht. Davon kannst du mal ausgehen. Sogar ich will das wissen. Oh yes. Oh yes. Ob Magnum noch die Teambasis Basis findet. Da ist er ja. Da müssen wir noch den Krempel abliefern. Da müssen wir den Krempel abliefern, richtig. Ja, komm, den nehmen wir noch mit dir. Ah, Mist. Ah. So. Ich zieh mal gerade einmal den Kopf ein hier, bevor die mich wieder kalt machen. Vorsicht, Handgranate, sehr schön. Da ist die Tür, da müssen wir durch. Hier vorne musst du rüber. Ich weiß. Ich wollte nur gerne näher ran, bevor ich mich hier aus dem Auto bewege. Ja. Da kommt der Gegner. Ah, ich sehe ihn gar nicht. Bin ich blind? Ja, bin ich. Pass auf, der kommt dir nach. Catman. Ah, geht kaputt. Keine Chance, aber ich habe ihn abgelegt, den ersten Dings. Ja, aber er nimmt den jetzt mit. Aber er hat mitgenommen. Ja, klar nimmt er den mit. Das ist ja der Punkt an dem Spiel hier. Nee, ich dachte, er wäre jetzt weg. Nein, so einfach ist das hier er nicht. Er hat ihn sich geschnappt. Ja. Ja. Ey, da gab es gerade einen Teamkill bei uns, habe ich gelesen oder eben. Und ich war es nicht, das ist schon mal schön. Aber gewonnen. Ja, ja, immerhin. Ja. Ja, machen wir es ganz, ganz kurz. Ja, guck mal, das öffentliche Quest läuft, da können wir uns gegenseitig erschießen. Aber Leute, wenn ihr das sehen wollt, ne, dann schaut das nächste Mal wieder rein bei APB. Hast du noch irgendwas Schlaues zu sagen? Nee. Oh, wir sind in APB, da gibt es nichts Schlaues zu sagen. Leute, haut rein und bis die Nächte. Macht's gut. Ciao.